Square benennt sich in Block um und folgt damit Facebook auf den Zukunfts- und Visionärpfad. Was es damit auf sich hat und wie meine Einordnung dazu ist, gucken wir uns jetzt an. Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Upper Floor Capital zu einem neuen Video. Die Nachricht schon aus der letzten Woche, aber ich wollte das Ganze nochmal einordnen und behandeln. Der Bezahldienstleister Square benennt sich in Block um und wird dann eben die Aktien, Anleihen und auch den Dienst eben umbenennen, was wahrscheinlich noch bleibt als Name ist die Cash App. Allerdings, ja, das große Unternehmen wird sich eben in Block umtransformieren und geht damit meiner Meinung nach auch in diesen Weg, den Facebook jetzt erst vor ein paar Wochen gegangen ist. Die haben sich ja von Facebook in Meta umgenannt, beziehungsweise haben Meta ja als großen Überkonzern geschaffen und Facebook da unten dran gehangen, um eben diese ganze, ja, Etablierung von disruptiven Innovationen, was VR angeht, KI angeht und so weiter, dort besser einzubetten und eben in den Konzern zu integrieren, um eine größere Vision aufzuzeigen. Und dem nimmt sich Square hier eben auch an. Man benennt sich in Block um, an Anlehnung natürlich an die Blockchain-Technologie und möchte jetzt eben mehr in diese Richtung gehen, was natürlich auch Sinn macht. Allerdings möchte ich da zwei Seiten näher beleuchten. Erstmal, wir hatten ja hier Jack Dorsey, der ja natürlich nicht nur der Square, sondern auch Twitter-CEO war, der jetzt allerdings zurückgetreten ist und ja durch Parag Agrawal ersetzt wurde, der jetzt den Vorstand bzw. den CEO-Posten bei Twitter eben innehat. Und Jack Dorsey tritt eben zurück, ist natürlich noch im Board mit drin. Allerdings möchte er sich dann eben mehr auf Square konzentrieren. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön und würde natürlich auch dazu passen, dass man eben sich dieser Vision mehr widmet und eben Square weiter voranbringen möchte. Man hat ja auch schon Bitcoin implementiert in die Cash App bzw. in die Dienste von Square. Und insgesamt in diesen ganzen Payment-Sektor passt das Ganze mit Krypto, mit Blockchain und so weiter auch sehr, sehr gut rein. Denn wenn wir uns mal angucken, wir haben hier zum Beispiel auch Mastercard, die ja auch schon seit letztem Jahr Patente rund um Kryptowährungen, um Blockchain sammeln, das jetzt auch ins Netzwerk integriert haben. Auch Visa haben wir zum Beispiel schon gesehen, die Bezahlungen über die Ethereum-Blockchain abgewickelt haben. Oder auch PayPal, die sich ja auch diesen Kryptowährungen, Bezahlvorgängen mit Kryptowährungen gewidmet haben. Das ist so die erste Seite, das passt eben wunderbar ins Bild. Allerdings auf der anderen Seite muss man auch nochmal beleuchten, dass eben ja diese Cash App von Square eben nur Bitcoin an sich hält und keine weiteren Kryptowährungen. Die Argumentation von Jack Dorsey war hier eben immer, ja, Bitcoin ist quasi die Mutter von allem, von allen Kryptowährungen und sollte ja das einzige Investment bleiben. Halt quasi so der Goldstandard für die Kryptowährungen und ja, Sachen wie Ethereum und so weiter wurden da noch nicht implementiert, was so ein bisschen widersprüchlich ist. Man möchte sich eben viel mehr auf Blockchain konzentrieren, hat dann aber nur ja als Repräsentativbeispiel Bitcoin mit drinne. Das ja wirft so ein bisschen Fragen auf. Allerdings könnte das natürlich auch wieder eine Chance sein, wenn sich jetzt mehr auf diese Blockchain konzentriert wird, dass dann nicht nur die Zahlungsabwicklung ja über die Blockchain und so weiter abgewickelt wird und das implementiert wird, sondern dass auch weitere ja Blockchain-Angebote bzw. Kryptowährungen dazukommen, wie zum Beispiel Ethereum, Cardano oder sonstige, würde ja auf jeden Fall passen und würde auch nochmal so ein bisschen diesen Wachstumstreiber, den Square ja durch die Kryptowährungen hat, nochmal voranbringen. Square ist ja sehr, sehr abhängig von den Kryptowährungen, was man ja auch im Aktienkurs sieht, da der immer hin und her schwankt und auch gerade im letzten, ja in den letzten Crashs von Februar und Mai diesen Jahres, wo die Kryptowährungen unter Druck gekommen sind, eben auch gut abverkauft wurde. Nochmal so ein bisschen, ja, Kritik muss man natürlich auch nochmal äußern an dieser ganzen Vision. Natürlich, wenn man zwei Posten von einem S&P 500 Unternehmen beziehungsweise von einem US-Konzern hat wie Twitter und Square, ist natürlich seine Zeit begrenzt und man kann nicht sich super seinen Visionen widmen. Allerdings ja, hat Square in letzter Zeit nicht wirklich das gemacht, was es so auf der Agenda hatte. Es wurden sehr, sehr viele Ausbauten, Änderungen und so weiter angekündigt und so als gravierendsten Punkt muss man auch nochmal die Expansion ansprechen. Eigentlich wollte Square in den asiatischen und in den europäischen Markt expandieren. Man hatte hier schon 2017 sich in die UK, also in Großbritannien, niedergelassen und hat dort eben seine Cash App etabliert und meinte eben, ja, 2019 soll dann eben auch Deutschland, Frankreich und Spanien und danach der Rest
von Europa angegriffen werden und dann allerdings auch noch nach Asien expandiert werden. Das wurde auf 2020 vertagt und jetzt ja, ist das so ein bisschen ja, verhallt bzw. untergegangen. Man hat jetzt zwar einen Head of European ja, Management oder Organizations eingestellt, das heißt, es gibt auch einen quasi separaten CEO für das Europageschäft. Allerdings ist von dieser Expansion nach Europa wirklich überhaupt nichts zu spüren. Es gibt hier wohl ja, aus September 2021 diesen Jahres ein Insight, wo wohl ja in Frankreich, Spanien und in Portugal ja kleine Läden bzw. kleine Teststationen etabliert wurden, allerdings von dieser ganzen Expansion und diesen großen Übernahmesachen und so weiter ist nicht wirklich was gekommen. Das ist natürlich ein bisschen schade und ja, muss man wie gesagt auch nochmal einordnen, dass wenn solche großen Ankündigungen gemacht werden, das wahrscheinlich ja nochmal ein bisschen länger dauert als gedacht. Wir hatten jetzt auch schon viele Analystenmeinungen zu diesem ganzen ja Facebook-Meta drumherum, dass sich das ganze Metaverse und so weiter wahrscheinlich auch erst über die nächsten 10 Jahre etablieren wird und kein Geschäft von morgen ist. Also alles in allem ja, sollte man hier mit Vorsicht dran gehen. Der Aktie hat das ja auch nicht wirklich geholfen. Wir hatten hier die Ankündigung in diesem Zeitpunkt und sind hier nochmal 20 Euro abverkauft worden. Allerdings muss man fürs Jahr von Square auch nochmal insgesamt einordnen, dass das hier wirklich nicht sehr gut gelaufen ist, dass die Payment-Anbieter jetzt wirklich sehr, sehr unter Druck gekommen sind. Nicht nur Square, sondern auch PayPal, Visa und auch Adyen und da eventuell jetzt neue Chancen für die Zukunft gelegt werden und man hier eventuell dann nochmal sich für die Zukunft gut positionieren kann. Allerdings, wie gesagt, sollte man nochmal ein bisschen mit Vorsicht rangehen. Wir wissen noch nicht, wie das mit dem Zeitplan aussehen wird, wie sich das Ganze auf den Umsatz auf- oder umlegen wird, da wir auch bei PayPal wenige minimale Prozentbruchteile nur an Umsatz und Gewinn letztendlich haben über diese Bezahlungen, über die Blockchain und das alles, wie gesagt, noch ein bisschen dauern kann. Allerdings sehr, sehr interessant, schön, dass man diesen Weg geht. Allerdings muss ich auch nochmal mit einem weinenden Auge diesen Namen Square hinterher gucken. Ich fand das schon sehr, sehr cool. Allerdings, ja, Block, wenn man eben die Zahlungen, die Kryptowährungen und so weiter halt alles auf Blockchain basieren möchte, anlehnen möchte, dann ist das wahrscheinlich der treffendere Name. Gut, das soll es dazu aber schon wieder gewesen sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal und tschüss.